Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon. Was ist mit deinem Popo? Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag natürlich, denn am Dienstag hatte ich ja Geburtstag, da haben wir eine richtig krasse, fette Aktion gestartet, 500 Dosen, sage ich nur, und deswegen wollte ich gestern das Video dazu raushauen, obwohl Mittwoch war, so kommt heute Raid am Mittwoch wieder mal am Donnerstag, aber das seid ihr ja schon gewohnt, ne? Der Dicke sitzt auch da hinten, der ist noch fleißig am Videoschneiden für ein Projekt von ihm, das Mooslied, das könnt ihr demnächst abchecken, wenn es fertig ist, ne? Ganz famos. Und wir präsentieren euch heute natürlich wieder die Highlights der Woche und den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit dem Shiny Onyx Nummer 3 aus dem Ei vom Puschner. Da geht's richtig ab und ihr wisst ja, bei Onyx ist die Shiny-Rate eh erhöht, da das eben auch so selten da ist. Und da gehen manche Leute richtig ab, sammeln da gleich 10 Stück. Gerade hier beim Raid, wo wir machen wollen, gefangen. Der Jamaikor mit einem Shiny Kramurks, was auch noch sehr begehrt ist, haben auch noch nicht alle, ist auch ein cooles Pokémon. Der Bockwurst King zeigt uns, der hat ein Kleinstein gebrütet und da liegt einfach mal ein Kaper dort runter. Das hat den Kampf natürlich deutlich verloren. Wie sowas immer passiert, weiß ich nicht. Bei mir ist das noch nie so gewesen, aber es gibt ja viele Bilder von anderen Leuten, wo einfach sich mehrere Pokémon vermischen. Zu gut zum Behalten zeigt uns hier der Kenny, der hat nämlich einen Schuppet mit 2,2%. Da das eben KP auf 1 hat, nicht auf 0. Und ihr wisst, ein 0%iges ist ja richtig genial, das heben die meisten ja auf. Aber das hat leider einen IV-Punkt bei KP, deswegen ist es zu gut, um es zu behalten. Hätte es 0,0,0, hätte er es gleich behalten. So, kommt's weg, ist viel zu krass. Knapp vorbei zeigt uns der Sandro, der hat nämlich ein Rüstungs-Mewtwo als Lucky-Pokémon mit 98% bekommen durch einen Tausch. Glückwunsch an der Stelle, ein 100er wäre natürlich richtig genial, würde ich sogar maxen, obwohl das Teil ja gar nicht mal so gut ist. Dann vom Hoffi, der hat ein Shiny Pandya bekommen aus der Quest, auch Glückwunsch dafür. Habe ich leider noch keins, müssen wir noch sammeln und mal gucken, ob wir da noch eins bekommen. Dann habe ich auf dem, ja, ich glaube auf dem kleinen Account war das aber, auch ein 18-18er Mewtwo bekommen in Rüstung, also 98% mit 15 Angriff. Ihr seht, das kommt auf 3181. Und das Normale kommt ja sowieso über die 4100, deswegen müsst ihr euch selbst überlegen, ob sich das lohnt. Wer viel Staub hat, viel Bonbons und wer ein richtiger Sammler ist, der pusht sowieso einfach alles. Der Kenny, wieder mal getauscht, hat hier ein Shiny Alola Glücks Kleinstein, wie ihr seht, mit 96% bekommen und es wird immer komplizierter, wenn dann noch die Shadow-Pokémon reinkommen, also die Krypto-Pokémon oder wie auch immer, dann habt ihr ja da auch noch eine zusätzliche Markierung, dann müsst ihr jedes Shadow-Pokémon noch als Lucky Shiny bekommen und der Pokédex, der wird einfach, wenn ihr alles da sammeln wollt, das ist einfach so mega krass viel Arbeit auch. Kurz vorm Schlafen gehen erstmal noch ein Shiny eingesammelt, zeigt uns der Brian, der hat hier einen Fifien bekommen, sitzt bei der Sonnenuhr von der Lilien Rasur mit einem Shiny Haspirohr. Das fand sie besonders cool, hat es dann auch gleich zum Buddy gemacht und ja, ist doch süß, passt auch dazu. Beim Hoffi gab es noch ein Shiny Togepi aus dem Ei gebrütet, da habe ich auch mittlerweile schon 3, müsste ich mal entwickeln, diese Shiny Entwicklungsfolgen, die kommen immer zu kurz, man weiß immer nicht, wo man die alle reinquetschen soll. Dann hier das Pokémon Lapras wird zum offiziellen Tourismusbotschafter in Japan ernannt. Sowas kann man auch nur in Japan machen und dabei nicht unseriös wirken. Ist doch eine coole Sache und Lapras eh, süßes Pokémon. Dann seht euch das an, das ist so ein riesengroßes Plüsch-Lapras. So eins hätte ich auch gern. Der Puschner mit Ball hat einen Shiny Magnetilo gefangen. Die Sally-Maus hatte gerade eben auch mal Glück mit einem Shiny Traunfugil. Das hat mir auch ewig noch gefehlt. Die Terrorzige mit einem Shiny Enton. Dann bin ich aufgestiegen mit Angelina Vio zu beste Freunde. Endlich, mit der tausche ich nämlich immer so viel. Jetzt ist es sogar noch günstiger zum Tauschen. Also neue Shinies können kommen. Da bin ich stolz drauf, sie als beste Freundin zu haben. Und ich bin ja hier eh noch ein paar Sachen schuldig vom GoFest, die wollte ich ihr noch rübergeben. Müssen wir mal schauen, wann wir das zeitlich schaffen. Dann der Sly,
der X-Sly-X mit einem 100% Rüstungs-Mewtwo aus dem Raid 1821. Richtig gute Sache. Leider kein Lucky, sonst wäre das natürlich günstig. Und mal gucken, vielleicht zieht er das ja hoch. Der Xtreme aus der Feldforschung mit einem 100%igen Voltoball kann man auch mal mitnehmen. Der Mitzenmann mit einem Shiny Haspirohr. Der Pushner mit seinem Shiny Onyx Nummer 4. Ihr seht, die gehen echt weg wie warme Semmeln. Dann habe ich ein neues Bild gesucht für unsere WhatsApp-Gruppe. Fand ich ganz niedlich, das Pikachu so platt gedrückt mit dem Lutscher im Mund. Habe ich gedacht, oh, das ist süß. Das würde ich mir gleich stechen lassen. Das kommt als User-Bild in die Gruppe rein. Die Terrorzicke saß neben mir auf dem Sofa in Shiny Evoli. Dann wurde ich eingeladen von Koro Sensei nach Hannover. Friedhof Stöcken, 17. Juli. Ein X-Raid von 18 Uhr, den habe ich natürlich verschwitzt, weil wir waren in Bad Rodach beim Minigolfen und haben danach Pizza gegessen. Hab nicht mehr dran gedacht, hey, da ist ja ein X-Raid, aber gut. Hat vielleicht eingeladen, um den Freundschaftslevel zu steigern oder so. Es war auf jeden Fall kein, also es ist kein Level dazugekommen. So machen das ja manche, die dann eine Einladung verschicken bei jemandem, der keine Geschenke mehr öffnet oder irgendwas. Der Nägelmon mit einem Shiny Stolunior, bei dem geht es ja auch immer richtig ab, wie man hier sieht. Ein Shiny Haspirohr noch hinterher. Dann der Pushner, der ist ja letztens erst auf Level 39 aufgestiegen und jetzt in 14 Tagen hat er 5 Millionen Erfahrungspunkte gemacht, hat jetzt endlich Level 40 erreicht. Glückwunsch an der Stelle. Der Brain mit einem Shiny Radfratz, auch mit einem sehr guten Level, wie man sieht, 560 WP. Der Bogen ist fast voll. Dann gab es schon den Entei Raid Tag. Das war ja richtig krass, sage ich mal, wieder mal ohne Shiny rausgegangen, genauso wie beim Raikou schon vorher. Aber der Liquid Ghost hat ein Shiny Entei bekommen, wie man hier sieht. Bei Ditch, bei mir hat es sich gelohnt, die hat gleich 3 Stück bekommen, 71%, 89% und sogar ein 96er plus ein 100%iges hat sie auch noch gefangen. Also das ist wirklich cool, 3 Shinies und ein 100%iges. Hier hat sie ihr höchstes Shiny nochmal gezeigt mit 96%. Leider keine 15 Angriff, aber das ist ja nicht so schlimm. Kommt trotzdem auf 3400, kann man sich mal überlegen. Auch der Mitchell mit einem Shiny Entei, auch keine 15 Angriff, aber 91%, immerhin. Auch der Sly ist endlich aufgestiegen auf Level 40, da seht ihr auch nochmal schön die Belohnungen in der Übersicht. 40 Hyperbälle, 40 Top-Tränke, 40 Toppe-Leber, 40 Himbeeren, 4x Rauch, 4x Glücksei, 4 Lokmodule, 4 Ei-Brutmaschinen, wo die Leute mal sagen, wozu gibt es da Glückseier, wenn man doch das Höchstlevel erreicht hat. Aber wir warten immer noch gespannt, ob es eine Level-Erweiterung geben wird, irgendwann mal. Die Annika mit einem 96%igen Entei, auch mit 15 Angriff, das ist also auch richtig cool, kann man mitnehmen. Der Justin mit einem Shiny Entei, den haben wir glaube ich am Entei Raid Tag überhaupt das erste Mal getroffen, auch mit in die Gruppe aufgenommen. Der hatte auch gleich Glück, hat auch gleich was gepostet, so muss man es machen. Immer die Community stärken, richtig genial. Nägelmon, wieder mal, ihr wisst, der Lacker mit einem Shiny Jurob. Der Lift-Up Raider mit einem 98%igen Entei, auch richtig gute Sache. Dann hat der Kenny nochmal gepostet, 3 Shiny in Folge. Ratet, wessen Account das nicht war. Meiner war es nicht, seiner war es auch nicht. Er hat aber für den Account mitgespielt, 3 Stück hintereinander. Das ist auch richtig cool, eine richtig coole Sache. Bob the Rob hat uns auch gezeigt, er hat ja auch sogar 3 Shiny Entei bekommen an dem Tag. Und der Franz hat auch 2 hintereinander bekommen, die sind sogar recht gut, glaube ich. Bin zufrieden. Das ist also richtig gut, es gibt halt Leute, die machen einfach 5 Raids und dann kriegen die 2 Shinies. Und dann gibt es Leute, die machen 20 Raids und die kriegen kein einziges. Dann der Kenny noch, das entschädigt dafür, dass ich mir mein Shiny tauschen muss. Hat auch ein 100%iges bekommen auf dem Hauptaccount. Glückwunsch auch dafür. Dann der Lift-Up Raider, das finde ich besonders cool. Gerade mal so gefunden, ist heute aus einem Ei geschlüpft. Ein Shiny Alola Mauzi. Das ist ja momentan heiß begehrt. Die neuen Alola Shinies, die Wildfangbaren sind ja kein Problem. Die kann man ja so wild fangen, aber bei den anderen heißt es wieder 7 Kilometer Eier sammeln und brüten, was das Zeug hält. Aber ihr habt ja die Möglichkeit, die Shiny Babys noch daraus zu bekommen und jetzt eben auch die Alolas als Shiny. Die sind momentan noch etwas selten, würde ich mir sagen. Aber hier beim Lift-Up Raider also ein Alola Mauzi als Shiny, der Model X.
Und ich, den hier hat ein Shiny Alola Slimer gebrütet. Ihr seht, das hat auch so einen gelben Mund. Sieht auch richtig cool aus. Auch der Brain. Ja, wie habe ich gesagt, ist richtig selten alles. Das Ding habe ich heute abbekommen, ne? So, die sind ja mal, sind ich abbekommen, ne? Hat auch ein Shiny Alola Mauzi gebrütet in Blau. Das sieht cool aus. Und wieder mal auf dem kleinen Account der Kenny ein 100% Lucky Mushas. Das werde ich aber nicht hochziehen. Und der Andreas hat uns gezeigt am Römersbach, da saß einfach mal ein wildes Rex Blizzard. Sieht immer wieder cool aus. Ist im Prinzip ja der weiße Bruder von Relaxo, wie ihr seht, mit dem bösen Blick. Der Hoffi, der hat auch gut reingeschissen, der hat ordentlich abgeräumt. Ein 98%iges Shiny Entei, richtig genial, mit 15 Angriff. So muss es laufen. Ha, da ist wieder eins. Da haben wir es nämlich wieder, die 0%igen Pokémon. Auch beim Kenny ein 0%iges Bidiza auf Level 2,5. Eben im Wohnzimmer gefangen, beim Nägelmon wieder mal. Ein Shiny Stolunia beim Nägelmon. Die fliegen die Shinies einfach hinterher. Yes, auf dem kleinen Account von der Sellimaus ein Shiny Raupi. Und Nummer 2 auf dem kleinen ein Shiny Stolunio. Die werden hier rausgehauen. Und dann habe ich die nächste X-Raid-Einladung bekommen. Oh, das ist ja falscher Account, ne? Glückwunsch, Adi! 25. Juli, 13 Uhr, X-Raid an der Brücke, dann der nächste, da geht's wieder ab. Dann kam das neue Bewertungssystem, beziehungsweise neues Update, wo das neue Bewertungssystem mit eingeführt wurde. Ist jetzt, glaube ich, trotzdem noch nicht verfügbar für alle. Oder ist es mittlerweile raus? Habe ich keinen Überblick. Ich hatte mir die APK geladen, habe da ein Video drüber gemacht, wie das dann aussieht. Und so findet ihr jetzt ganz leicht 100%ige. Auch wenn ihr in der Suchleiste 4 und ein Sternchen eingebt, dann werden euch alle 100%igen angezeigt, die ihr habt. Gibt also auch neue Suchbegriffe. Hier das Gegenstück dazu, ein 100%iges und ein 0%iges, wie das dann aussieht. Da ist alles voll und rot, 3 Sterne, bam, und hier ist alles leer. Das ist wirklich 0, 0, 0. Während hier alles 15 ist, denn jeder Abschnitt von dem Balken stellt 5 IV-Punkte dar. Dann der Bockwurst-King, gerade im Bett gefangen, noch mit einem Shiny Snubbull. Bob the Rob aus dem 7er Ei, ein Shiny Isso. Da habe ich letztens ja auch eins bekommen und da kenne ich, glaube ich, auch, obwohl die eigentlich verdammt selten sind. Endlich mal was Ordentliches aus dem 10er-Ei, ein Shiny Barschwa aus dem 10er-Ei beim Extreme. Genauso. Und den auf dem, und dem auf dem Heimweg noch geklickert. Wir lesen es mal so vor, wie es da steht. Noch ein Shiny Haspirau geklickert auf dem Heimweg beim Extreme. Danke Prag, schreibt hier der Kenny mit einem 100%igen Rihorn, Level 28, also auch ein saftiger Brocken. Der Justin mit einem Shiny Kabuto noch hinterher. Und dann kommen wir schon vor 10 Minuten, das war von heute, tagsüber mein kleiner Bauhelfer beim Marco. Der hat hier seinen Shiny Evoli mitgenommen und lässt sich da mächtig unter die Arme greifen. Der Pushner hat den Jackpot gezogen, der hat jetzt einen Shiny Fluffeluft gebrütet, wo es eine mächtige Diskussion gab. Ist das Shiny, ist das nicht, das sieht doch ganz normal aus wie das andere. Fluffeluft, also das Baby, was mir auch noch als Shiny fehlt, von den anderen habe ich mindestens eins. Gut in die Alola-Pokémon weiterhin, deswegen immer schön 7 Kilometer Eier brüten. Mein Zickzack aus Eisenach zeigt uns noch die Dani Sahne, frisch gefangen. Und das war's von den Highlights, jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Benny Stache. Vorhin hat man das ja schon, ein 100%iges und ein 98%iges Shiny, aber jetzt habt ihr hier ein 100%iges Shiny Glücks Entei mit 1984. Das ist wirklich also das Maximum, was man haben kann. Manche würden sagen, ja gut, wenn du aber ein 100%iges Shiny bekommst, das ist ja eigentlich seltener, als wenn du dir eins garantiert tauscht, was dann 100 wird, da hast du ja mehr Chancen drauf. Aber das ist natürlich nützlicher, da es eben auch günstig hochgepusht werden kann, ist das also das Optimale, was man rausholen kann. 100%ige Glücks-Pokémon und dazu noch als Shiny, das ist also richtig genial. Bei mir ist es auch, wenn ich jetzt also mehrere von den Shinies habe, würde ich davon auch gerne ein Glücks-Shiny nehmen, was ja bei den anderen, bei den seltenen Kleinsachen nicht so ist. Da will ich ja, dass man die Farben deutlich sieht und der Hintergrund nicht da ist, aber bei so legendären, damit macht man ja auch was, die kann man ja ruhig hochpushen, während ein Haspirohr Shiny Glücks, was will man damit? Das muss man nicht pushen, das muss nicht glücklich werden, da will man einfach nur, dass man die Farben sieht. Das ist also eine coole Sache von Benny Stache.
Grüße gehen raus und Props dafür, 100% Koffer. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Highlights der Woche für euch haben. Und ja, wenn ihr noch was habt, ihr könnt mich erreichen bei Facebook auch. Könnt mir auch was schicken, wenn ihr was richtig Cooles findet, was ihr mir zukommen lassen wollt. Die Links stehen ja wie immer unter dem Video. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.